Rückblick Dezember 2015. Nach 36 Jahren Promgalerie und rund 7 Jahren an diesem Standort in der Brienner Straße endete die Erfolgsgeschichte mit dem damaligen Inhaber Stan Kunatsch. Nun, ein halbes Jahr später, wird die Galerie wiederbelebt, allerdings mit einem neuen Inhaber und einem neuen Namen. Herzlich willkommen in der Galerie Baumgartl. Andreas Baumgartl ist kein Unbekannter in der Münchner Szene. Sein Debüt als Galerist gab er im Jahr 2000, als er seine erste Galerie für zeitgenössische Kunst am Platzl eröffnete. 2009 wechselte er nach Prien am Chiemsee und bereicherte dort die Kunstwelt. Jetzt wurde es aber Zeit, zurückzukehren in die Landeshauptstadt. Nach langer Suche wurde mit den Räumlichkeiten der ehemaligen Promgalerie eine außergewöhnliche Location gefunden. Allerdings befindet sich diese nicht ebenerdig, sondern eine Etage tiefer. Da muss man sich etwas Spezielles einfallen lassen, um die Leute zu verführen, überhaupt hierher zu kommen. Und das erste war Underground. Also wir sind im Underground und dazu kam es eben zu diesem Logo, dieses Londoner Logo der Londoner Untergrundbahn. Und das habe ich gerne aufgegriffen und da einfach meinen Namen reingesetzt, um sinnbildlich schon mal darauf hinzuweisen, wir sind im Keller. Die Münchner Kunstszene ist also um eine Attraktion reicher. Hier im Souterrain der Underground-Galerie hat Andreas Baumgartl so einiges vor. Das neue Kapitel beginnt mit dem Shootingstar der sogenannten Contemporary German Pop Art, Devin Mais. Die Kunstwerke des deutschen Künstlers sollen bis September dieses Jahres ausgestellt werden. Der Stil ist Modern Pop Art. Das ist Kunst auf gebürstetem Aluminium. Wir bringen Legenden, Airbrush-Technik, Malerei und Handsiebdruck auf gebürstetem Aluminium auf. Und so ergibt sich ein Synonym zu einer Komplexität. So entstehen eigentlich meine Kunstwerke. Devin Mais gilt als Keeper of Tradition der Pop Art, einer der erfolgreichsten Wegbereiter dieser Stilrichtung. Mit den Konterfeis von Audrey Hepburn und Romy Schneider sowie James Dean, Brigitte Bardot oder Steve McQueen zeigt der 55-jährige Künstler die Ikonen der 50er und 60er Jahre. Die Gesichter der Filmstars besitzen einen hohen Wiedererkennungswert und werden von Devin Mais gern in Verbindung mit den klassischen Automobilen der jeweiligen Zeit gebracht oder durch typische Accessoires vervollständigt. So wie bei der heutigen Vernissage wird Mais oft gefragt, wie seine Kunstwerke entstehen. Wie komme ich dazu, dass ich jetzt einen Steve McQueen mit einer Cobra mache oder mit irgendeinem seiner Fahrzeuge? Natürlich ist es immer ein Gesamtbild. Das heißt, irgendetwas gibt dem Bild eine Ausdruckskraft und diese Ausdruckskraft ist so eine Ehrlichkeit. Also das heißt, beim Steve McQueen sehen wir nie ein anderes Fahrzeug als irgendeins, was er selber auch gefahren hat. Vieles spricht mich auch selber an, gerade Kunstwerke mit Romy Schneider oder ich mache mittlerweile viele Blattsilberarbeiten mit Paul Rubens oder Tizian in Verbindung mit Romy Schneider oder Brigitte Bardot. Da gibt es eben halt eine Geschichte, die mich selber anspricht und da fühle ich mich also auch zu Hause. Die starke Emotionalisierung und die komplexen Darstellungsformen zeigen Mais als versierten Storyteller, der dem Betrachter neue Zusammenhänge bietet und viel Raum für Eigeninterpretationen lässt. Es ist sehr spannend, weil es ein völlig neuer Ansatz ist und ich glaube, dass es auch die einzige Möglichkeit ist, wirklich was ganz anderes zu machen. Die Promgalerie war ein sehr spezieller Ort mit einer unglaublichen Mischung von Begegnungen und verschiedenen Künstlern. Und wenn ich diese monothematische Ausstellung jetzt hier anschaue, sehe ich sehr viel Zeitgemäßes. Ich sehe eine ganz andere Strömung, die aber spannend gemacht ist, die aber für mich auch Referenzpunkte in meine Vergangenheit schafft, weil ich bin schon alt genug, um mit den meisten Bildern hier auch Geschichten zu verbinden, die mein Sohn zum Beispiel nicht mehr verbinden könnte. Die wenigsten Gesichter würden dem jetzt was sagen. Ich wünsche dem Herrn Baumgartl von ganzem Herzen wirklich viel Glück und viel Erfolg. Und ich bin sicher, er wird ihn haben, weil das eine Form ist, die so habe ich sie noch nicht gesehen. Es ist dekorativ und es ist trotzdem extrem anspruchsvoll gemacht. Es ist im Detail sehr, sehr schön. Also wenn man sich mit den Bildern ein bisschen auseinandersetzt, ein bisschen genauer hinguckt, das ist ganz faszinierend. Das gefällt mir sehr gut. Andreas Baumgartl möchte seiner jahrelangen Philosophie treu bleiben.
Kunst biete eine der besten Möglichkeiten, um einen Ort des Austausches, der Kommunikation und inspirierenden Begegnungen zu schaffen. In den vergangenen rund 16 Jahren gab es für den Galeristen tatsächlich so einige skurrile Begegnungen und Erlebnisse. Es kommt ein Amerikaner, der im Sauseschritt durch die Galerie läuft. Er hat nur 2 Minuten Zeit gehabt und danach kam er nochmal zu mir und sagte, nehmen Sie mal Ihre roten Punkte mit. Und dann sind wir nochmal durch die Galerie durchgerannt, weil sein Flieger gleich wieder Richtung den Staaten losstartete und kaufte dann mal ganz entspannt 20 Bilder für einen Betrag damals für viele Hunderttausende von Euro. Also das sind so Geschichten, die machen es einfach lebenswert und die machen es nett. Wir haben wahnsinnig viel erlebt. Helmut Newton Ausstellung in München seinerzeit, das war über Pfingsten. Das komplette Schaufenster haben sie uns zugeklebt mit lauter so kleinen Aufklebern, frauenfeindlich. Also da musste am nächsten Tag erstmal der Glaser kommen, um das wieder zu reinigen. Aber so gibt es viele, viele Geschichten, die man da erzählen. Viele Geschichten könnte auch sein Vorgänger Stan Kunatsch erzählen, der 36 Jahre lang der Inhaber der Prom-Galerie war, in dessen Räumlichkeiten sich nun die jetzige Galerie Baumgartel befindet. Stan Kunatsch stand in den vergangenen Wochen sozusagen als Geburtshelfer zur Seite und glaubt, dass es die Münchner Kunstliebhaber zu schätzen wissen. Wie man Kunst präsentieren kann auf außergewöhnliche Art und Weise und auch anders. Ja, um das abschließend zu sagen, vielleicht, der Künstler hat mir gesagt, hier fühlt man sich geborgen. Harmonie in Einklang und eine unglaubliche Geborgenheit. Und das brauchen wir doch alle. Für Kunstliebhaber sind diese rund 200 Quadratmeter ohnehin wie ein Paradies. Galerie, Lounge und Showroom zugleich schaffen nicht nur mehr Intimität, sondern auch Ruhe. Ruhe, die man benötigt, um die Kunst mit allen Sinnen genießen zu können. Bilder können einem Menschen eine Freude bereiten, wobei es vollkommen egal ist, wer welches Bild schön findet. Weil letzten Endes der Gustibus non disputandum. Über Geschmack kann man nicht streiten. Also es polarisiert, begeistert. Kunst ist für mich mit das Wichtigste im Leben. Kunst ist ein Seismograph der Gesellschaft. Im besten Falle nimmt sie gesellschaftliche Themen auf, setzt sie um in einer Weise, wie das ein Nicht-Künstler nicht kann. Und das ist die Faszination für mich. Es ist immer wieder interessant, einfach ein Kunstwerk anzuschauen und sich seine Gedanken zu machen, ob die mit dem künstlerischen Gedanken übereinstimmen oder nicht. Auf jeden Fall, es ist immer wieder eine neue Reise und es macht unheimlich Spaß. Ja, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, hat schon Karl Valentin gewusst. Die aufwendigen Arbeiten des Hamburger Künstlers Devin Miles wird es noch bis September in der Brienner Straße zu sehen geben. Für den Galeristen Andreas Baumgartel steht jedenfalls fest, die Tradition und Erfolgsgeschichte dieses Hauses möchte er mit neuen Impulsen und kreativen Ausstellungen fortsetzen.